Ein herzliches Willkommen beim neuen Video. So, wir wollen jetzt hier mal ein bisschen Ordnung schaffen. Oh mein Gott, hier sieht's aus. Der Trailer muss raus und der Müll muss weg. Ja, das werde ich jetzt machen, weil ich muss ja irgendwie an meinen Rasenmähertraktor oder ran, weißt du? Und da komme ich nicht ran, solange der Trailer hier drin steht. Das werde ich jetzt mal machen. Brauchen wir auf jeden Fall heute noch, oder morgen. Ich komme noch in die Chat. Es ist vollbracht. Der Trailer ist raus. Rasen gemäht habe ich auch schon. Kanten geschnitten und so weiter und so weiter. Alles schön. So. Und da ist jetzt die Shed. So sieht sie bis jetzt aus. Farbe haben wir jetzt geholt. Und für innen drin, für den Ausbau auch noch, also jetzt Ausbau, wir machen da noch zweimal Zwischendecke vorne und hinten als Storage nochmal oben drauf, ne? Und ja, wie gesagt, wir sind fertig, oder ich bin fertig jetzt hier mit Rasenmähen, mit Kanten schneiden, mit allem drum und dran. Müll liegt hinten aufs Auto, bring morgen weg, heute nicht mehr. Und oh, ist das Wetter hier, ist so toll, das ist nicht zu heiß, nicht zu kalt. Ja, da steht der Trailer. Da muss ich noch ein Schloss holen für, weil man weiß immer nicht. Nächsten Frühjahr werde ich hier mal den Beton wieder reinhängen. Ja, schön aus, seht ihr? Schön sieht's aus. Und vielleicht im Herbst die Randsteine machen. Muss ich mal sehen. Mal kicken. Weiß ich noch nicht. Überlege ich mir noch. So, und jetzt Babsi war einholen. Die hat das Holz geholt noch, was wir noch brauchen. Und die Farbe. Und jetzt machen wir kleine Feuerchen und trinken uns ein. Und Sherry ist auch da. Feuerholz haben wir. Getränke haben wir auch. Mit Eis und hohoho. Und Leckereien. Ja.
Was sagst du? Guten Morgen! Ich sage nicht guten Morgen, ich sage guten Abend! Ja, jetzt machen wir mal. Ich hatte vorhin schon mal kurz angemacht. Nächstes Projekt, was ich mir so gedacht habe, ist ein neuer Firepit. Ein neuer Feuerring. Neues Projekt. Ja, vielleicht im Herbst. Mal gucken. Ne? So, dann machen wir erstmal Schluss für heute. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Tschüssi, bye bye. Ja. Bye bye. GP Wisers. Kann man nicht sehen, ne? GP Wisers. Sehr lecker. Sehr weich. GP Wisers ist ein Canadian Whisky, empfohlen von Gotti. Und die Empfehlung war echt super. Vielen lieben Dank, Gotti. Der ist sehr lecker. Sehr weich. Ne? Nicht so hart. Auch mein Lieblingswhisky mittlerweile ist der Canadian Whisky. Der Crown. Canadian Crown. Canadian Crown? Okay. Also nicht Crown Royal. Oder Crown Royal. Der Lieblingswhisky, aber man kennt den Namen nicht. Lila Täschchen. Lila Täschchen. Und der ist auch von Gotti empfohlen. Ja. Also ein lila Sack. Lila Sack. Genau. The Purple Sack. Wir haben Gotti und ich dieses Jahr in Edisto Beach gekauft, als wir da in dem Liquor Store waren. Da hat er den mir gezeigt. Echt? Wann waren wir in Edisto Beach dieses Jahr? Im Januar. Ah, okay. Mal da hinten die Lämpchen, unsere Partylämpchen und hier alle Lämpchen, alle Lämpchen an hier. Schade, dass man auf der Kamera nicht so sieht. So wie hier vorne den Baum. So jetzt auf der linken Seite. So sind da noch viele, viele andere Bäume da hinten mit Lichterketten bestückt. Sieht schön aus. Schade, könnt ihr nicht sehen. Aber hier seht ihr unser Feuerchen. Naja. Freitag. Wir sind beim Müll und hier ist die Hölle los. Ey. Die fahren ja auch alle total auf der linken, auf der rechten Spur und interessiert sich auch keiner. Was jetzt der Weg ist, der richtig Weg. Was macht der denn da jetzt? Zerreißt der jetzt sein scheiß Papier da auf dem Auto oder? Oh, come on. Really, guys? Also, so dämlich kann man doch nicht sein, oder? Junge, so, jetzt gehe ich erstmal raus. Ich hab die Haare schön. Ja, aber heute mal wieder beim Friseur. So, wir sind mit unserer Shed eigentlich fast fertig. Zeig's euch aber jetzt noch nicht. Und ja, das Video ist, denke ich mal, sehr kurz geworden. Weil ich habe echt nicht mehr viel Material gehabt. Ne? Ich weiß auch nicht, was ich euch jetzt noch groß zeigen soll oder erzählen soll. Wird nur ein 10-Minuten-Video oder 15 Minuten, wenn überhaupt. Ich habe weder irgendeine Fahrszene oder Rasenmäh-Szene oder sonst irgendwas. Weil es ist eigentlich immer wieder was dazwischen gekommen. Ne? Wollte die Kamera anmachen und dann ist wieder was dazwischen gekommen. Dann habe ich es doch wieder vergessen und ja, keine Ahnung. Na, auf jeden Fall, wir waren nicht campen. Ach so, ja, wisst ihr noch ja nicht. Wir waren nicht campen. Aus ganz einfachen Gründen, weil wir so viel hier zu tun hatten, oder ja, hatten zu Hause, dass wir gesagt haben, wir fahren nicht campen. Weil das Blöde ist halt, wenn du campen fährst und dann die Sachen hier, die hier noch liegen und warten,
dass die erledigt werden, hast du immer im Hinterkopf, ne? Und deswegen haben wir gesagt, komm, lassen wir, wir fahren nicht campen, wir machen uns eine Ruhe zu Hause und machen die Sachen, die zu machen sind. Und ja, das haben wir jetzt im Großteil gemacht. Achso, die Chat zeige ich euch noch nicht. Die Chat zeigen wir euch später. Aber die ist soweit fertig. Innen drin noch ein bisschen. Wir müssen noch die zwei Zwischendecken einziehen. Aber das werden wir morgen machen. Aber war heute nicht mehr. Heute Sonne geht auch gleich unter. Willst du gezeigt werden? Okay. Guck mal hier, Cherry. Nicky, komm mal hier. Komm mal hier. Komm mal hier. Hallo. Hallo. Was los? Hm? Ja, die ist nicht so der Ballholer oder Stückchenholer. Das macht sie überhaupt nicht. Lauf! Oh, mehr kann ich nicht drehen, weil dann seht ihr nämlich die Chat. Ja, dann wollen wir auf jeden Fall noch so einen Holzstand bauen. Aber ein bisschen stabiler als der ist, weil den habe ich jetzt schon mit dem Grote sichern am Baum. Weil der drohte umzufallen. Und hier, warte mal, so, hier in diesem Bereich, da soll auf jeden Fall noch ein Deck hin für nächstes Jahr. Weil wir haben ja schon seit ungefähr 5 Jahren einen nagelneuen, super schönen Pavillon in der Garage bei mir stehen. Noch eingepackt. Der ist noch nie ausgepackt worden. Und der soll dahin für nächsten Sommer, dass wir hier richtig schön sitzen können, weißt du? Und ja, das wollen wir machen. Also die soll dahin, da. So, da soll der Deck hin. Pavillon. Und dann kann man hier schön sitzen und schön Feuerchen machen. Ja. Schön Whisky trinken. Ja, schön. Ja, ein neuer Feuerpit kommt auch. Da habe ich jetzt auch schon ein Projekt, Idee für ein Feuerpit. Und aber alles relativ günstig. Ne? Also kostet keine Tausende von Dollars oder so. Alles günstig, weil diese Deck, das werden wir aus den Paletten haben, bauen, die wir haben. Und wie gesagt, wir haben ja noch so viel Holz da. Ja. Ja. Ja, die Chat haben wir jetzt. Da muss ich noch eine Rampe bauen. Und dann ist sie fertig, ja. Dann einräumen und so weiter. Und dann ist sie fertig. Aber ich zeig's euch dann später. Ja. Also, erstmal bis hierhin und ich gehe zu Babsi oder ich hole mir erstmal eine Cola. Und dann sehen wir uns später wieder. Dann, ja, ich habe nichts weiter zu erzählen, nichts weiter zu zeigen. Werde jetzt, muss das Kabel noch aufrollen. Weil das habe ich irgendwie auseinandergenommen. Weiß zwar nicht warum, weil ich habe es nicht gebraucht. Naja. Und meine Garage noch zumachen. Und fertig. Klappe zu, Affe tot. So.
Zu wenig Platz hier. Ja, wollte ich heute noch einen Ölwechsel machen eigentlich bei meinem Auto. Hätte ich jetzt noch gemacht. Aber war in 3 Geschäfte kein Öl. Also nicht meins. Muss ich bestellen und dann kann ich Ölwechsel machen. Scheiße. Ja, wie gesagt, eigentlich wollte ich ihn heute machen, aber ein Satz mit X. So, geht zu. Feierabend. Boah, sieht das geil aus, ey. So schön, ey. Ja. Und dann, wie gesagt, irgendwann hier einen neuen Firepit hin. Aber auch aus Stein. So wie, eigentlich so wie jetzt. Halt bloß ein bisschen upgraded, ne? Bisschen schöner. Auch die Area an sich, die soll noch ein bisschen schöner werden. Dann. Vielleicht mit Gravel oder so. Ja, mal gucken. Also jetzt mit Steinepflastern oder so nicht, weil das ist zu teuer. Wird dann schöne Abrandung machen mit 4x4s oder so und dann Gravel hin und dann in der Mitte halt den Firepit. Mal gucken. Jo, also. Dann werde ich mich jetzt verabschieden. Sorry, dass das Video halt ein bisschen kürzer war als sonst, aber nicht zu ändern. Also. Vielen Dank fürs Abonnieren, fürs Kommentieren, fürs Liken. Kommentare waren ja wieder super im letzten Video. Vielen Dank dafür. Und ansonsten bis nächste Woche. Tschüss und bye bye. Euer Mike.